Willkommen, Sternenreisende in der Galaxie WB04 und auf der Ätherfrequenz des YouTube-Kanals von Writing Bull. Wir sind wieder hier für unser Stellaris Multiplayer-Rollenspiel-Event aus der Community von Writing Bull. Und wir, das sind einerseits meine Wenigkeit, Urun, und mein charmanter Mitmoderator Skydiver. Falsch. Arrius. Boah, jetzt war ich so im Fluss. Entschuldigung, Arrius natürlich, es tut mir leid. Wir sind nicht bei der Dinnertime, mein Lieber, aber guten Abend zusammen. Aber, Geheimnis, diese Aufnahme findet zu einem Zeitpunkt statt, wo wahrscheinlich in den nächsten Tagen wir tatsächlich zusammen die Dinnertime aufnehmen. Ja. So, aber das hat damit ja hier eigentlich nichts zu tun, also mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa, großer Meister. Da kommt ein böser Blick von oben. Ich spüre ihn auf mir brennen. So, aber zurück zur Galaxis. Genau, ich gebe den Spielern mal das Go. Genau. Denn wir warten ja auf ein geheimnisvolles Ereignis. Genau, aber vorher sollten wir noch in Sektor 3 springen, weil dort die Hochzeit stattfindet. Stimmt, die Hochzeit war ja auch noch angesetzt. Dann, großer Meister, bitte bringt mich zur Hochzeit, ich möchte ihr beiwohnen. Jawohl. Rausgegangen, damit ich das sagen kann. Seid gegrüßt, Völker der Galaxis. Die Wächter sind anwesend und freuen sich auf die bevorstehende Hochzeit. Und wir haben viele Wesen jenseits des Äthers mitgebracht. Die zuhören. Gut. Jedes ankommende Schiff wird auf Da-1 von jeder Spezies mit absoluter Höflichkeit behandelt. Massig verschiedene Speziesen, alle 12 verschiedene Spezies, die sich im Reich der Gor befinden, scheinen in feinste Gewänder und Kleidung gehüllt zu sein. Jeder, der anreist, wird fast wie ein König behandelt. Das erste Schiff, das anreist, war das Schiff von der Zell, scheinbar. Die anwesenden Zellen werden auf Senf gelagert und von ganz vielen kleinen Tieren zu den großen Feierlichkeiten geplagt. Sie kriegen die Speisen, die ihr Volk am allerliebsten hat. Sehr viel Fleisch, sehr viel Biomasse. Sie werden mit Luft zugefächert und anders. Dasselbe passiert bei fast jeder Spezies, je nach Sorte. Die österreichischen Abgesandten werden getragen. Der imperiale Botschafter des Imperiums sitzt in einer sehr schönen Loge, ist ja permanent gesessen, rundring von massenhaft Space Marines, welche Tänzer bei sich haben aus verschiedenen Speziesen. Die meisten der Tänzer beim Imperium sind scheinbar ehemalige Zurani und ehemalige Tarnonen, die scheinbar ihn wie einen Gott behandeln, den Botschafter. Fast jeder Botschafter und jeder, der ankommt, wird wie ein Gott behalten. Dresina, Kinyoko Harmonies werden getragen, werden betüttelt und jeder, und man sieht um die 200 kleine Tiali, die hinherlaufen, die alle Autogramme von ihm wollen. Dann tritt ein Abgesandter. Es ist Club Gor, der älteste Gor-Botschafter, und empfängt den, das ist, neuen Mann, den zukünftigen Gemahl, und transportiert ihn an einer Ehrenstraße vorbei, dass ihr überall auf Videoleinwand sehen könnt, in einer wunderschönen Kleidung, und er wird durch eine Senf durch die Straßen getragen bis zur Halle der Mutter. Ich übergebe an unseren Berichterstatter. Willkommen bei diesem Großereignis, meine Damen und Herren. Wie ihr sehen könnt, wie ihr sicher alle sehen könnt, wird der neue Gemahl unserer allergrößter Mutter in allen Ehren zu ihr geleitet. Wir sind uns sicher, dass ihr alles dieses Ereignis sehr genießt, dass ihr auch zahlreiche Speisen und Bedienstete genießt, deren Dienste euch sicherlich zugutekommen werden. Das Brautpaar wird sich jetzt einige Zeit beraten, da sie sicherlich noch einiges klären müssen, bevor es denn zum Vollzug kommt. Aber ich sehe schon, das Paar tritt auf den Balkon hinaus. Wir können ihr Gelöbnis erwarten. Ich schalte zurück an den Zeremonienmeister. Verehrte Gäste, das Reich der Chor grüßt all seine Freunde, Feinde, Handelspartner und alle Wesen aus dem Äther. Möge diese Vereinigung selig sein und viele Hunderte, Tausende Eier erübrigen. Wir erwarten alle gespannt, was das Paar sich zu sagen hat. Ich hoffe, ja, und es sieht so aus, als würde der zukünftige Mal als erstes sein Gelöbnis sprechen.
sehen wir, was er uns zu sagen hat. Geliebteste Königin, ich, König Bantwan, erkläre mich bereit, mit euch bis zu meinen letzten Momenten meines Lebens zu verbringen und aus unserer Verbindung ein neues und starkes Volk hervorzubringen, um dessen Wohle ich bis zum Tode bereit bin. Meine Damen und Herren, welch ergreifende Worte! Was wird die große Mutter wohl darauf antworten? Geliebter, ich erkenne, dass du dies aufrichtig meinst und ich hoffe, dass unser beider Völker sich auf ewig vereinen werden. Unser Vermächtnis wird ein glorreiches sein. Darum lass uns nun unsere Vereinigung endgültig machen. Das Paar zieht sich zurück. Den Gästen ist es erlaubt zu feiern. Wir werden Nahrung und alles Mögliche bringen. Wir, die Gor, werden euch senden, euch bedienen und werden eure Diener sein für die nächsten 3 Tage. Wir werden jeglichen Raumflug aus unserem Raum für 3 Tage sperren. Jeder von euch ist unser Gast für 3 Tage. Feiert, Freunde! Der Planet gehört euch. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Jeder Gor, der unter der Stufe 4 ist, gehört euch. Ihr dürft tun, was ihr wollt. Essen, was ihr wollt. Feiern, was ihr wollt. Nur nicht euch gegenseitig. Weil es wäre schlecht, wenn wir irgendwann erklären müssten, dass ein Kinyoko gegessen wird. Kinyokos sind nicht zum Essen da. Nochmal an alle. Oh. Ja, danke für diese freundlichen Worte und ich würde auch sehr davon abraten, vor allem an die jungen Gor, sich an uns, den Abgesandten von den Kinokus, zu vergreifen, denn wir möchten, dass ihr weiterlebt. Außerdem möchten wir auch herzlich nochmal unsere Glückwünsche dem Brautpaar geben und wir wünschen euch natürlich viel, viel Harmonie und Frieden für eure Seelen und dass eure Kinder genauso in friedlichen Zeiten aufwachsen können. Botschafterin, ihr habt nicht umsonst die Stöcke mit den Netzen bekommen. Die Stöcke vor euch sind dafür da, wenn ein Junker kommt, haut auf Kopf, dann sie fliegen und sagen, Netz wird euch jagen. Dann sie es verstehen. Ich übergebe wieder zum Kaiserlichen Palast. Man hört Geräusche. Austin gemacht, der Königin. Wir sind einige sehr seltsame Geräusche zu hören. Unter anderem laute Schreie. Etwas, das sich anhört wie ein Fingernagel auf einer Kreidetafel. Ab und zu mal ein wenig Gelächter. Sie scheinen eine schöne Zeit zu haben. Ah, gute Zeit. Der Auserwählte. Gut. 2 Stunden später. Meine Damen und Herren, die Türen öffnen sich wieder und da kommt das Paar heraus. Sie scheinen ihre Verbindung genossen zu haben. Das ist wundervoll. Lasst uns nun feiern. Sie wird Ihnen sicherlich einiges auf unserem Planeten zeigen können. Und wie ihr sicher alle wisst, wir werden noch öfter Spaß haben, denn frisch verheiratet, nicht wahr? Und liebe Damen und Herren, wir werden uns in 2 weitere Tagen hier wieder treffen, um den Abschluss der Zeremonie gemeinsam feiern zu können. Derweil habt Spaß, esst, trinkt, feiert, tanzt, was auch immer euer Herz begehrt. Wir sprechen uns dann wieder. Botschafter von Österreich, wir hoffen, ihr habt gute Menschlinge mitgebracht. Wir haben 728 Go-Anfragen für Weibchen aus Menschen. Das freut den Kriegsminister, der als Abgesandter hier ist, zu hören. Das ist sehr schön. Wir werden toll feiern. Ihr nur sagen, welche Vorlieben ihr habt. Wir verschiedene Spezies für euch, Botschafter Österreich. Der Kinok-Abgesandte muss wieder hixen, als er diesen Akzent hört.
Wir haben mitgebracht als Gastgeschenk hervorragenden Wodka. Fial testet es aus. Der russisch akzentsprechende Abgesandte mit einem überaus beeindruckenden Schnurrbart überreicht dem Tial den Tial deutlich zu großes Glas mit Wodka. Über den Planeten fliegt nun scheinbar mehrere Gebäude und andere Sachen kollidieren und zerstören. Ein großes Kriegsschiff, was wohl nicht scheinbar richtig fliegen kann, komplett scheinbar mit Goldplatten behangen. An der Seite steht Gastgeschenk der Zurani, des Zuranischen Kaisers. Ihr seht, irgendwelche Leute scheinen dieses Ungetüm fliegen zu wollen. Ihr merkt, auf diesem Schiff sind fast keine Geschütze, nichts. Es sieht nur aus Prunk und Protz aus. Volle da Deckung. Ist das Gastgeschenk der Zurani. Ein wunderschöner Schlachtkreuzer, welcher an der Spitze der Gorflotte fliegen kann, um in alle Schlachten dem Wohl der Gor zu führen. Ich glaube, da braucht jemand wieder Flugstunden. Der Pinguin nicht besoffen? Na gut, 2 Tage später, am 3. Tag die Zeremonie. Man sieht wieder Club Gore, wie er die Königin und den Bräutkönig zusammen in die große Halle bringt. Ihr seht auf Leinwänden die große Halle abgebildet, dahinter dieses riesige Becken, in dem schon ca. 700 bis 800 Eier drin liegen. Große Eier, die so groß sind wie Straußeneier. Uhu. Bein. Das Paar begibt sich auf eine Plattform über diesem Becken. Er bekommt einen prunkvollen goldenen Kelch gereicht und trinkt daraus. Die Mutter stellt sich hinter ihn. Er wird gehalten von 2 Töchtern. Er scheint auf einmal sehr glücklich zu sein, nennen wir das mal. Ein Augenblick der Stille. Die Mutter tritt von hinten von ihm heran, hebt ein Messer und schneidet ihm die Kehle durch. Er wird von den Töchtern auf die Eier gelegt. Das Becken, das Brutbecken, ist umringt von Wächtern aus dem Volke der Namensgedächtnis, ganz furchtbar, die sich nun alle gemeinsam hinknien und ihm seine letzte Ehre erweisen. Die Übertragung endet. Überall auf dem Planeten klatschen Gore aus allen verschiedenen Spezies. Das war die schönste Zeremonie seit langem. Ja, besser als mit dem alten Gabgor. Genau, der war doof. Der hat so geschrien. Ja, er nicht geschrien. Kluge Idee von Rakol Krak. Wein zu nehmen, der beruhigt. Meine Damen und Herren, und das beendet die Vermählungszeremonie. Eine wunderschöne Zeremonie, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Hoffen wir, dass wir in der Verbindung und die Eier und Segen und Glückseligkeit bringen werden. Wir fordern alle der Gäste auf, feiert diesen Moment, feiert das neue Leben, das daraus entstehen wird. Wir wünschen euch viel Spaß. Werte Anwesende, ich, Botschafter Club Gore, möchte nun verkünden, dass die Darak-Gore-Union gegründet worden ist. Zusammen bis in alle Ewigkeit wird die Darak-Gore-Union ein friedlicher, freundlicher Partner von all euren Völkern sein. Wir, Darak-Gore-Union, freuen uns auf die Zusammenarbeit und die diplomatischen Verhandlungen mit all euren Völkern. Kommandiert von der großen Mutter und den mächtigen Kriegern der Rak, werden wir zusammen für Frieden und Gerechtigkeit im Zuranischen Sektor stehen. Und meine Damen und Herren, es erreicht mich gerade noch eine Meldung, wie es scheint, wurde eine neue Erbin geboren. Welch glücklicher Umstand!
Glückwunsch! Die Feierlichkeiten schleichen langsam aus. Sehr schön. Das war doch mal eine Feier. Oh ja. Also wenn die Goa 1 können, dann feiern. Das stimmt. Ja. Der Botschafter der Navy liegt mit dem großen Club Goa in der Ecke. Und säuft. Sofern noch das Gefäß zu halten ist. Ja, da will sie. Ein kleiner, einsamer Tial torkelt durch besoffen durch die Gegend. Wir hoffen alle, es hat allen gefallen. Die kleine Feier, die wir veranstaltet haben. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Und die Darak-Go-Union ist gegründet und jederzeit auf diplomatischen Kontakt mit anderen Föderationen und Einzelvölkern eingestellt. Unter dem mächtigen Föderationspräsidenten der Rak, unserem Kriegsminister. Gut, nachdem diese Feier beendet ist, möchte ich mich mal zu Wort melden. Orun, bist du da? Ja, ich bin da. Ja, ich bin da, ja. Gut, bevor jetzt irgendetwas hier, was eventuell geplant sein könnte, umgesetzt wird, hätte ich doch gerne nochmal ein Gespräch geführt. Mhm. Und zwar bräuchte ich dafür erstmal nur die Silence. Die müsste ich nämlich etwas fragen. Und wie gesagt, vorher bitte nichts umsetzen. Danke. Sektor 2, bitte. Mhm. Nimm mich mit. Die Telios kommen drunter. Ich hab Telios. Okay. So, und zwar, weißt du irgendwas? Nee, aber man hat, andere Quellen haben mich schon gewarnt, dass man mich angreifen möchte. Dann möchte ich bitte wissen, welche Quellen. Im Moment. Als Moderator. Oh Gott, das war über drei Umwege. Ja, du wirst doch noch wissen, wer dir das erzählt hat. Ich muss den Chatverlauf gucken. Ich hab's von Felan Kell. Von Felan Kell, und woher weiß der das? Der meinte, hat's von Katos. Dann ist genau das passiert, was ich mir gedacht habe. Ja, mein Gott, dass die das vorhaben, hätte ich mir auch so schon denken können. Also. Ja, natürlich, aber es war was anderes, was ich mit Orun besprochen hatte zwischen den Aufnahmen, und ich hatte mir da eigentlich gedacht, dass es anders verlaufen wird, aber na gut, so ist es nun mal. Na gut, aktuellen Verlauf hätte es das nicht geändert, falls da irgendwie meine Flottenstärke im Gespräch ist oder so. Nein, es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Eigentlich geht es gar nicht um dich. Dabei. Es geht mehr um die Frage, wie du davon erfahren hast. Also im Grunde bist du gerade, wir sprechen zwar gerade mit dir, aber du bist unschuldig daran, dass Arius und ich ein bisschen nicht begeistert sind. Verstehst du, wie ich das meine? Genau. Du bist zwar die Informationsquelle für uns, aber nicht das Ziel unseres Unmuts. Ja. Du hast nichts falsch gemacht. Genau. Könnte ich da trotzdem was dazu sagen? Ja, kannst du gerne machen. Denk nur, also Zuschauer hören halt jetzt mit, also aber, ne? Genau. Gut, nun ja, ist natürlich, ja, ich weiß das und so weiter, aber man muss dazu auch festhalten, dass solche Informationen sowieso irgendwo durchsickern, und zum anderen, das ändert nichts am Spiel. Nein, tut es auch nicht. Ich wollte nur erfahren, von wem du die Information hast, für mich, damit ich es weiß. Okay. Das ist, wie gesagt, es wird hier keinem irgendwie Schuld zugeschoben oder so. Es ist nur, dass ich es weiß, von wem die Informationen kommen, weil wir müssen informiert sein über alles. Mhm, genau. Es geht einfach nur darum, dass hier nicht irgendwelche Sachen hinter unserem Rücken durchlaufen. Zumindest nicht in unserer Funktion als Moderatoren. Aber ich werde jetzt auch niemandem sagen, von wem du die Informationen hast. Also das bleibt unter uns. Das bleibt jetzt unter uns. Und die Zuschauer sind ja jetzt die ganze Zeit dabei. Ne? Hallo Zuschauer. Und wir sollten jetzt aber mal weitergehen, weil diese Zwischengespräche, glaube ich, also vor allem, wenn sie nicht in RP stattfinden, für die Zuschauer, glaube ich, nicht so interessant sind.
Genau, deswegen belassen wir es dabei und ziehen uns dann wieder nach unten zurück. Ja. Okay. Genau, ziehen wir uns mal nach unten zurück. Genau, ich schieb dich mit. Ja. Also, eine Sache vorweg an die Zuschauer. Wenn ihr natürlich prinzipiell dafür seid, solche Out-of-RP, Sachen mitzubekommen. Also, es gibt ja zwei Arten von Out-of-RP-Sachen. Out-of-RP-Sachen, die für euch wirklich interessant sind, also Meinung der Spieler, Anekdoten oder Sachen, die halt hinter den Kulissen passieren, die für euch natürlich interessant sind. Und es gibt solche Gespräche wie das hier, wo wir uns erkundigen, wo eventuell etwas schiefgelaufen ist oder jemand sein RP nicht eingehalten hat. Oder solche Dinge halt. Also quasi eher wirklich reine Moderatorengespräche. Und da könnt ihr natürlich ganz klar mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch mitbekommen wollt, weil oft machen wir das natürlich in den Pausen zwischen den Parts. Aber genug dazu jetzt. Genau. Also ich bin da deiner Meinung, Arius darf trotzdem durchgehen. So, und wir machen jetzt trotzdem noch ein Geheimnis aus der Nummer, auch wenn ihr euch wahrscheinlich schon längst ausmalen könnt, was da jetzt wahrscheinlich gleich kommt. Ihr werdet es eh gleich sehen. Aber da es eh gleich passiert, ist das auch nicht mehr schlimm. Und wir werden es dann alle mitbekommen. Ich habe übrigens, weil ich ein Abgesandtenschiff zu den Goa schicken wollte, ein Schiff von meinen hier rausgeschickt. Da muss ich jetzt die Wiedervereinigung einleiten gerade mal. Wie kommen? Du kannst doch eh nicht zu den Goa rein. Ja, eben. Aber das habe ich halt zu spät bemerkt. Das war halt dann, ich habe versucht, da jemanden hinzuschicken und habe dann plötzlich gemerkt, oh, geht ja gar nicht. Deswegen, das war der Punkt, den ich gerade meinte. So, ich gehe mal kurz meine Planeten durch. Ja, alles im grünen Bereich. Ich mache hier gerade noch androidische Verteidigungsarmee, Gensoldaten. Ich baue gerade noch ein bisschen was muss man ja haben. So. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Und ich glaube hier. Nee. Die Fija. Ah ja, genau, zwei Sachen, die wir in unserer Abwesenheit passiert sind. Mal schnell. Also erstens, die Fija-Hierarchie hat dem Reich Rakgoa den Krieg erklärt. Also den Rakgoa, ne? Das ist hier die. Das ist dieser Fleck hier. Der Teil und der Teil. Ne? Das ist die Fija-Hierarchie. Und in der Abwesenheit von uns. Okay, da beginnt jetzt das, was wir angekündigt haben. Aber in unserer Abwesenheit hat sich der liebe Luke einen Teil seiner alten Gebiete zurückerobert im Krieg. Denn das Gebiet, was ursprünglich mal hier beheimatet war. Das hat er sich jetzt wieder unter seinen Nagel gerissen. Ich zeige euch das mal gerade auf der diplomatischen Karte. Das ist jetzt sein Gebiet alles. Hat sich halt so ein gut, hat sich wieder ein bisschen was zurückgeholt. Er hat aber noch einiges vor sich. Und abgesehen davon haben wir dann jetzt. Moment. Ich denke mir, ich werde gerade das hier noch. So. Und abgesehen davon haben wir jetzt das, was wir die ganze Zeit vor euch geheim gehalten haben. Die Union von Thanon hat den Silence den Krieg erklärt. Ne? Genau. Und da wird jetzt deswegen ist jetzt auch angehalten worden, weil natürlich jetzt ausgehandelt werden muss, was die Bedingungen dieses Krieges sind. Das bedeutet aber auch, weil die ja ein Verteidigungsbündnis miteinander hatten, dass er zugleich mit der Imperial Navy im Krieg ist. Die Frage ist, wie sieht es da mit anderen Reichen aus? Sind noch andere diesem Krieg beigetreten? Ja, sind. Wie ich sehe, und zwar die Union von Thanon, die Promossi-Welten, die Zero-Sock-Matrix und der Xell-Schwarm sind diesem Krieg beigetreten. Die haben sich anscheinend zu einem Präventivschlag entschieden. Die haben sich zu einem Präventivschlag entschieden. Gegen die Silence und die Imperial Navy.
Ja, und ich sehe gerade, dass die Zero-Sock aber auch im Krieg sind mit der Föderation der Gor und den Rak-Gor. Ja, stimmt. Aber warum das? Das habe ich jetzt gerade eigentlich nicht gesehen. Hatten die ein Bündnis? Nee, was ist mit der Figia-Hierarchie? Weil mit denen sind die Rak-Gor nämlich auch im Krieg. Genau, die Fijar-Hierarchie hat ja mit den Rak-Gor einen Krieg angefangen. Und den Gor, also diesem Bündnis, genau. Aber da haben die Zero-Sock. Aber da haben die Zero-Sock eigentlich nichts mit zu tun. Warum sind die Zero-Sock im Krieg mit diesen zwei Reichen? Ist das da was schiefgegangen? Werde ich jetzt gleich mal erfragen. Erfrag mal, weil das trifft, glaube ich, nämlich auf die anderen nicht zu. Die Xel sind nicht mit ihnen im Krieg, die Promosi nicht und die Tarnon auch nicht. Nur bei der Zero-Sock-Matrix haben die. Wahrscheinlich wollen sie die Flotte der Zero-Sock einfach zurückhalten. Das kann sein, ja. Frag das mal nach. Und in der Zeit gucken wir uns mal ein bisschen um. Es wird ja noch einen Moment dauern, bis die sich über die Bedingungen des Krieges geeinigt haben. Entschuldigt, ich muss mal gerade was trinken. Puh, das ist eine interessante Situation. Das ist jetzt halt die Frage, wie dieser Konflikt ausgehen wird. Es sind auf jeden Fall scheinbar mehrere Konflikte. Also ich bin da im Moment selbst nicht ganz sicher, wie das organisiert ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Präventivschlag, nachdem halt die Imperial Navy und die Silence ja so deutlich angekündigt haben, dass sie jetzt andere Geschütze auffahren werden, wenn sie auch tatsächlich nie ins Detail gegangen sind, was das genau bedeuten soll, bleibt natürlich da trotzdem eine Frage offen. Und im Moment warten wir ja noch drauf, dass Arius wiederkommt, um zu erklären, warum jetzt die Gor und die Rak-Gor in Krieg mit der Zero-Sock-Matrix sind. Aber ich glaube schon, dass das dieses Zurückhalten ist. Es würde einfach im Moment am meisten Sinn ergeben, dass sie die Zero-Sock-Matrix auf Abstand halten sollen. Wobei dann natürlich immer noch im RP erklärt werden müsste, warum sie das tun. Aber zentral ist jetzt erstmal, dass diese vier Parteien sich zusammengetan haben, einen Präventivschlag zu führen. Und das ist auf jeden Fall erstmal Fakt. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Also, um es genau zu sagen, das war ein Missklick. Es war so... das ist quasi so gewesen, er hat die Einladung zu dem Krieg gegen die Imperial Navy und die Silence bekommen, hat die angenommen. Und keine Sekunde später kam die Anfrage von diesem kleinen Reich, was da bei den Zurani sitzt, ob er nicht im Krieg gegen diese andere Föderation mitmachen könnte und war unkonzentriert und hat wieder auf Ja geklickt. Also mit anderen Worten, das ist... Ja. Das ist quasi wegen KI. Das heißt, mit anderen Worten, die werden diesen Krieg jetzt wahrscheinlich so rasch wie möglich wieder beenden. Und das heißt wirklich, die vier gehen auf die anderen zwei los. Ja. Ja. Aber wie gesagt, noch sind sie ja die Bedingungen am Aushandeln. Das ist halt die goldene Frage, was die Bedingungen sein werden. Das würde mich dann natürlich auch interessieren. Ja, das würde mich nämlich auch interessieren. Turanis fragt nämlich auch schon, ob ich weiß, was die Forderungen sind. Ja. Ist klar, die Presse will das erstmal von uns wissen. Nee, aber ich denke mir, da müssen wir jetzt ganz geduldig einfach abwarten. Also ich denke mir halt, es wird wahrscheinlich schon das eine... Also ich denke mir, es wird das ein oder andere System schon auf dem Zettel stehen. Aber ich glaube, zentral geht es tatsächlich darum, die Armee, also die Flotte zu zerschlagen. Und sie eventuell zu demütigen oder sowas. Also sie zu schwächen, damit sie erstmal eine Weile geschwächt zurückbleiben. Allerdings muss man sagen, dass beide Reiche relativ groß sind.
Und selbst wenn sie vorübergehend schwächen, ist nur eine Frage der Zeit, ist, bis sie wieder aufstehen. Und ich muss sogar sagen, das ist jetzt so meine Meinung in RP quasi, also nicht in meiner Rolle, aber im RP. Eigentlich ist, also so verständlich so ein Präventivschlag ist, er muss eigentlich jetzt sehr harsch ausfallen, denn ansonsten machen sie die beiden Reiche nur noch wütender. Und die werden beim nächsten Mal erst recht nochmal zuschlagen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, die sind ja schon überzeugt, dass alle anderen ihre Feinde sind und jetzt kriegen sie den Beweis. Ja. In gewisser Hinsicht, ich denke mir, der Präventivschlag wird aber, also der Präventivschlag wird definitiv das Bild dieser beiden Reiche weiter prägen. Und die Frage ist halt nur, wie. Und wenn sie die aber jetzt halt nicht schwächen, sehe ich finster für die Zukunft, ne? Gut, ich sag's mal in Zahlen ausgedrückt. Das sind, Moment. Also sag doch jetzt den Leuten nicht, wie es ausgeht. Ja, gut, aber es ist ein Ungleichgewicht auf jeden Fall. Ja, aber darum geht's mir ja auch nicht, dass die gewinnen können, ist mir auch klar. Es geht mir eher darum, der Sieg muss dann auch ja, entsprechend durchgesetzt werden, weil wenn es nur eine Demütigung wird, zum Beispiel, dann erholen die sich halt wieder und sind immer noch gefährlich, beziehungsweise sogar noch wütender und jetzt sogar dann absolut zu Recht. Ja. Also das ist halt das Problem an Präventivschlägen, finde ich immer. Ich meine, hier sind die natürlich im RP durchaus gerechtfertigt, also im RP begründbar. Aber rein taktisch, also wenn ich die wäre, ich würde keinen Präventivschlag in so einer Situation führen. Ja. Weil das stützt doch nur die Meinung. Ich würde eher sagen, weiter diplomatisch dranbleiben, die Front vielleicht wirklich wieder aufweichen, aber natürlich gerüstet sein für einen eventuellen Angriffskrieg. Lieber reagieren als agieren. In der Situation definitiv. Also das ist zumindest meine Meinung. Wie seht ihr das da draußen? Es würde mich echt mal interessieren. Wie seht ihr Zuschauer das? Die Frage ist ja jetzt, sie sind ja noch in Verhandlungen, ob wir vielleicht die Gelegenheit nutzen sollen, hier einen Cut zu machen, um dann im nächsten Part den Leuten den Anfang des Krieges zu präsentieren. Könnten wir machen, ja. Dann machen wir das doch einfach. Dann würde ich sagen, im nächsten Part seht ihr dann, wie dieser Krieg ausbricht. Bis dahin. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.